Mit seinen Inszenierungen verwirrt er uns die Sinne. Der griechische Regisseur und Performer Dimitris Papayoannou erschafft Choreografien zwischen absurdem Zirkus und Bildertheater. Sicher ist nur, der Körper ist der Werkstoff dieses Multitalents. Wenn du einen menschlichen Körper siehst, der eine Illusion erzeugt, etwas, das nicht so aussieht, wie es sollte, fordert das unsere Wahrnehmung heraus. Und das ist toll. Ich kombiniere Dinge auf überraschende Weise oder ich erfinde etwas ganz Neues. Denn das ist unser Job, etwas zu erfinden. Der 54-jährige Dimitris erfindet hybride Spektakel mit Anklängen an Malerei, Tanz, Installation und Skulptur. Dialoge oder Tempo sucht man in diesen Tableau vivant vergeblich. Als alleiniger Schöpfer seiner Werke stimmt Dimitris Kulissen, Licht, Choreografie, Kostüme und sogar die Aufzeichnung seiner Stücke feinsäuberlich aufeinander ab. Alles muss perfekt zusammenpassen. Ausnahmsweise darf das Tracks-Team bei einer seiner Proben dabei sein. Ich bin ein Kontrollfreak. Ich habe viele Probleme. Die Arbeit ist mein Heilmittel. Ja, ich mag Kontrolle und übernehme die volle Verantwortung. Im Théâtre de la Ville in Paris präsentiert Dimitris sein Stück The Great Tamer, das 2017 beim Festival von Avignon für Aufsehen gesorgt hat. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. In meinem Elternhaus hatte niemand einen Bezug zur Kunst. Aber wir besaßen eine Enzyklopädie in Schwarz-Weiß. Und ich erinnere mich gut an die Venus von Botticelli und an Christus am Kreuz von El Greco. Die Abbildungen waren winzig. Und ich fand sie als Kind extrem erotisch. Ich habe schon mit 4 angefangen zu malen. Ich weiß noch, wie ich diese beiden Schwarz-Weiß-Bilder abgemalt habe und wie aufregend sich das anfühlte. Bei Dimitris wird die Bühne zu einer großen Leinwand. In seinen Inszenierungen erwachen einige seiner Lieblingsgemälde, wie Der Ursprung der Welt von Courbet oder Rembrandts Die Anatomie des Dr. Tulp, zum Leben. Dimitris Papayoannou wird 1964 in Athen geboren und wächst in einem Arbeiterviertel auf. Seine Eltern fördern sein Zeichentalent und Anfang der 80er wird Dimitris an der Kunsthochschule aufgenommen. Dort realisiert er seine ersten Comics. Der griechische Maler Yannis Tsaruchis, der für seine Gemälde von sexy Matrosen berühmt ist, nimmt ihn unter seine Fittiche. Eine meiner ersten Erinnerungen ist der Körper meines Vaters. Als ich klein war, duschten wir immer zusammen. Und ich erinnere mich, dass ich beim Anblick seines Körpers dachte, so werde ich auch mal aussehen. Gleichzeitig war dieser Körper für mich unbewusst ein Objekt der Begierde, weil ich nun homosexuell bin. Den männlichen Körper unter Wasser zu sehen, das ist eine sehr wichtige Erinnerung und eine meiner ersten. Dimitris arbeitet als Zeichner für griechische Fanzines. Als ihn Alan Stewart, die Ikone des experimentellen Theaters, nach New York einlädt, wo er die Welt der Performance entdeckt. Mit gerade mal 22 gründet er in Athen eine Tanzkompanie und produziert seine ersten Stücke.
2004 empfängt Dimitris die höchsten Weihen der Choreografie. Seine Regierung erteilt ihm den Auftrag, die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Athen zu inszenieren. Der Künstler macht Nägel mit Köpfen und mobilisiert stolze 800 Darsteller. Ich liebe die Schönheit als geistiges Ideal. Ich denke, das hat mit meinen griechischen Wurzeln zu tun. Ich habe auch ein sehr entspanntes Verhältnis zur Nacktheit, was ebenfalls typisch griechisch ist und älter als das Christentum. In seinen mehr als 25 Werken, darunter auch mehrere Opern, studiert Dimitris die Welt wie ein Anthropologe. Hier in dem Stück Theo nimmt er sich einen ziemlichen Brocken vor, die Männlichkeit. Musik 2012 beginnt der Choreograf eine autobiografische Trilogie. Primal Matter, Urstoff, ist von seinem Vater inspiriert. Stepping on life. Wir schreiten voran. Wir folgen dem Weg der Existenz, wissend, dass es einen Sinn geben muss, dass das Leben eine Bedeutung haben muss, dass der Mensch diese Bedeutung erschaffen und sich gleichzeitig mit der Natur arrangieren muss. Mit Natur meine ich unseren Körper, die alles bestimmende Schwerkraft. Und die Dualität des Weiblichen und des Männlichen, die den ewigen Kreislauf des Lebens antreibt, jenseits des menschlichen Bewusstseins. Im zweiten Teil seiner Trilogie interpretiert Dimitris Papaioannou die mythische Figur des Sisyphos als Helden der Arbeiterklasse. Unter dem Eindruck der griechischen Schuldenkrise spart er an den Kulissen und verwandelt die Bühne in ein Trümmerfeld. Nikos Kazantzakis, ein bedeutender griechischer Autor und Philosoph, hat ein Essay über El Greco geschrieben. Dominikos Theotokopoulos, den berühmten griechischen Renaissance-Maler. Am Ende dieses Essays schreibt Nikos Kazantzakis: Lebe dein Leben so, dass der Tod nur noch einen Sack Knochen vorfindet. Das ist die Moral der Geschichte.